Und jetzt kommt was für mich. Ich bin nämlich seit fast 40 Jahren Plattenliebhaber. Kennen Sie noch, ne? Schallplatten, die waren fast schon mal verschwunden. Die CD hat sich durchgesetzt, aber einige Musikfreunde schwören weiter auf den satten, warmen Schallplattenklang. Allein der Moment, wenn die Nadel auf das Vinyl kommt, den kann keine CD ersetzen. Aber mit der Nadel ist das so eine Sache, die bricht nämlich auch ganz gern mal ab. Und dann kommt Axel Schürholz aus Gieseke ins Spiel. Der Rentner ist weltweit fast der einzige Profi, der die guten alten und richtig teuren Tonköpfe wieder zum akustischen Leben erweckt. Axel Schürholz ist hochkonzentriert. Er leistet Schwerstarbeit im Miniaturbereich. Der 2500 Euro teure Tonkopf von einem Plattenspielerliebhaber aus Hongkong ist kaputt. Für den Chinesen ist das eine Qual für die Ohren. Axel Schürholz ist froh, dass er helfen kann. Mir macht es Spaß, diese Tonköpfe wieder zu reparieren. Und ich versehe sie also komplett mit neuem Gummi, neuem Kreuzanker, neuer Nadel und baue sie dann komplett wieder zusammen. Es ist ungefähr ein Arbeitsaufwand, 10 bis 14 Tage. Allerdings ist es bei besonders kniffligen Tonköpfen wie hier nicht sicher, ob die Reparatur gelingt. Der ehemalige Radiotechniker muss den Tonkopf komplett öffnen, um an die Herzkammer der feinen Technik zu kommen. Dazu führt der 69-Jährige mit ruhiger Hand die Säge, um die Stahlkappe abzunehmen. Manchmal verfolgt ihn seine Tüftelarbeit bis in den Schlaf. Dieser Reparaturvorgang bedarf auch einer genauen Überlegung. Und ich muss auch sagen, da werde ich manchmal nachts bei wach und weiß dann hinterher genau, so kann es repariert werden. Und dann gehe ich auch frohen Mutes am nächsten Morgen daran, diesen Tonkopf zu reparieren. Manchmal wie hier muss Axel Schürholz den Tonkopf samt Nadel völlig neu gestalten. Dazu kürzt er auch die Nadel. Ihn hat es immer schon genervt, dass viele Tonköpfe trotz der hohen Preise einstmals als Wegwerfware hergestellt wurden. Heute werden viele auch gar nicht mehr gebaut. Deshalb hat er mit seinem besonderen Werkstattservice begonnen. Ersatzteile besorgt er im Internet, auch auf dem Gebrauchtmarkt, um auch jeden Tonkopf wieder zum Klingen zu bringen. Also ich habe Kunden aus der ganzen Welt und ich kann dazu nur sagen, ich wüsste kein Land, was ich bisher noch nicht bedient habe. Es ist interessant zu wissen, dass durch Internet eben ich weltweit bekannt worden bin. Bei einem anderen kniffligen Fall kann der Tonkopfpapst aus Gieseke endlich die neue Nadel einsetzen. Anschließend testet er mit einem Oszilloskop und einem neutralen Tontest, ob die Klangqualität optimal ist. Doch der für ihn wichtigste Test geht für den Perfektionisten über das Ohr. Genau bei dieser Fiedel höre ich ganz perfekt und präzise, wie der Ton sein muss. Man muss das Kratzen des Bogens auf den Saiten der Violine hören können, dann ist der Tonkopfpapst aus Gieseke erst zufrieden. Und zufrieden sind wir auch mit dem Wetter in diesen Tagen. Viel Sonne, ein goldener Herbst. Das zeigt auch dieses Zuschauerfoto hier von Oliver Könke aus Attendorn, geknipst über den Attendorner Tälern. Aber lange bleibt es nicht mehr so sonnig. Hier sind die Aussichten. Heute Nacht, da ziehen ein paar Nebelfelder auf. Die Temperaturen, die sinken auf 9 bis 6 Grad. In Tallagen wird es örtlich noch etwas kühler. Am Mittwoch scheint vor allem auf den Bergen im Sauerland noch mal schön die Sonne. Der ein oder andere Ort bleibt aber morgen auch im Nebel stecken. Die Temperaturen 11 bis 16 Grad. Der Donnerstag, der macht uns schon nicht mehr so viel Freude. Dichte Wolken, Hochnebel, vereinzelt ein paar Regentropfen, Höchstwerte 11 Grad. Und der Freitag, der wird noch mal deutlich kälter. Am Samstag, da wird es nasskalt und da kommen auch schon erste Schneeschauer dazu. Uah. Aber noch ist es warm und das genießen wir. Morgen Abend auch wieder Lokalzeit 7:30. Ich freue mich auf Sie. Tschüss aus Siegen.